Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben festgestellt, die Windturbinen sind schon weg. Jetzt müssen wir nur zurückkehren und das mal mitteilen vernünftig. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. So, das mache ich hier weg, 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 habe ich gesagt, danke. Und ja, ich versuche mal querfeld einzufahren. Das wird bestimmt lustig. Gibt es hier Pathfinder, this irgendwas? area can be mined for resources. Hä, You can querfeld extract ein, sage ich, minerals ne? via your mining interface. Aber gucken mal. Waren wir hier schon mal? Waren wir hier schon mal? Ich schnapp mal gerade aus und. Ach ja, das war das Ding, wo es hier nichts gab, ne? Wo ich meinte, ja, da kommen wir bestimmt später nochmal rein. Alles klar. Oh wow. Ich hab. Okay. Das war nicht der Plan, aber okay. Wow. Ah, hier oben war schon richtig. Ich glaube, wir müssen hier oben lang fahren, ne, um da hinzukommen. Ah, ne, wir sind noch einen Absatz zu hoch. Ist klar. So, da sind wir wieder. Das ging schnell. Found your scavengers. Dead. A fiend got them. And the turbine parts? Destroyed. Nothing left but scrap. I'll take satisfaction knowing my yard drive isn't being used by a bloody scav. Thanks, Pathfinder. Ja, hey, kein Problem. Das war's jetzt? Stay safe. Yeah, sure. Das war die uninspirierteste Nebenquest ever. Yeah? Wow. Stay safe. Yeah, sure. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Spannendes oder so. Unglaublich. Okay, dann setzen wir unseren Weg halt fort. So, da unten ist die Straße, die wir gerne benutzen würden. Straße sage ich auch noch dazu. Wenn es wirklich irgendwie eine Straße wäre. Wow. Okay. Ich fahre heute wieder echt geschickt. Ja, Leute. Apropos Geschichte. Pathfinder. This area can be mined for resources. So müssen wir you can hier extract irgendwie wahrscheinlich noch via rum. Your mining interface. Es ist der Motorensound zu leise, ne? Weil Sam da reingequatscht hat. Look out. Our connections won't do us any favors in a camp like that. Wieso? Was geht hier ab? Da ist die Kiste auf jeden Fall. Haben wir hier nicht auch schon mal? Das sieht alles so mega gleich aus. Ich sehe da gar keine Gegner. So, wir steigen mal aus. Ich niese mal kurz. Und schon kann es weitergehen. Hervorragend. Hallo, ist jemand zu Hause? Das ist ein Terminal. Okay.
Waren wir hier schon mal oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Scheinbar nicht. Sicherheitsoverride. Zugang zum oberen Stockwerk bestätigt. Neuanfang. Meine Frau und ich leben uns langsam auf diesem Hof ein. Aus einem Nexus verbannt zu werden, war ein riesiger Schock. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Ten das wirklich getan hat. Aber zumindest passt Sloan auf uns auf und gibt uns so viel Land, wie wir wollen. Wir hoffen, dass wir uns hier ein neues Leben aufbauen können und wir haben ein eigenes Grundstück am See mit tollem Ausblick. Ja, ein Haus am See haben sie. Toll. Abschied. Diese ganze Sache ist ein einziger Albtraum. Das Wasser ist giftig, der See ist eine Todesfalle. Es ist fast, als würde der Planet uns tot sehen wollen. Jetzt hat Sloan angeordnet, dass die Badlands zu so einer Art Gefängniskolonie werden. Meine Frau und ich verschwinden von hier sofort. Zum Packen ist keine Zeit. Wir bleiben keine Minute länger hier. Okay. Es gehört mir. Ich weiß nicht, warum diese Idioten, die früher hier gewohnt haben, sich dauernd beschwert haben. Es ist super hier. Ich habe den ganzen Laden für mich allein. Man kann hier draußen auf zwei Arten überleben. Entweder versteckt man sich richtig gut oder man tötet jeden, der einem über den Weg läuft, bevor er einen töten kann. Ich kann beides. Von daher werde ich keine Probleme haben. Die Verbannten werden mich hier draußen niemals finden. Außerdem haben sie nie gesagt, dass es ein Kredit ist, den ich zurückzahlen muss. Woher sollte ich das also wissen? Aber ich werde die Sicherheitsvorkehrung vorsichtshalber ein wenig verstärken. Okay, da ist jemand scheinbar ganz clever. Aber so richtig clever halt. Also entweder der kann sich wirklich sehr gut verstecken oder er wohnt auch nicht mehr hier. Die Kiste ist noch weiter oben. Verschlossen. Na, kommt man doch hoch, oder? Komm schon, Scott. Ja, die Kiste ist scheinbar da drin und wir kommen da nicht rein. Ich dachte, das wäre am Terminal schon freigeschaltet. Können wir das dann noch freischalten irgendwie? Oder gibt es einen zweiten Eingang da oben? Na, sieht nicht so aus. Piep, piep, piep. So, jetzt habe ich es noch einmal angeklickt. Aha, okay. Hallo. Oh, gut. Da war scheinbar doch jemand nicht so schlau, wie er sie erst dachte. Na, guck mal, ein Gerät. Das ist natürlich wichtig. So. Ein Audiolog. Been hiding from those outcast bastards for 3 days now. They're pulling out all the stops to get their credits back. Haven't eaten in days. So thirsty. Fuck it. I know it should be filtered, but I'm taking my chances. Water is water. Oh, God. Mm. This... Und tot. Na super. Scheiß drauf. Ja, ich glaube, diese ganzen Geschichten über das vergiftete Wasser ist nur eine beschissene Lüge, die sie den Leuten erzählen, damit sie innerhalb der Mauern bleiben. Hätte er einfach mal irgendwas Organisches in so ein Wasser reinschmeißen sollen, hätte er gesehen, was die Schwefelsäure damit macht. Würden sie uns die Wahrheit sagen, müsste sich niemand von Sloan beherrschen lassen und wir alle könnten in den Badlands leben. Scheiß drauf. Ich kaufe ihnen den Schwachsinn nicht ab. Das Wasser ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem Wasser. Ich kann da drin jedenfalls keine Krebspartikel sehen. Cleverer Typ. So, diese Kiste hier. Rebellenpanzerung, Initiative, Einsatzhelm, bla 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 bla. Okay. So, mitgenommen. Ja, clever hier der Mensch. Also, das Haus steht leer auf jeden Fall. So, wohin geht's als nächstes? Aha, oha. Was haben wir hier? Bepflanzung, Pflanzenproben sammeln. Da kann ich mir jetzt aussuchen, warum ich hier lang fahre. Am liebsten ja querfeldein.
Ja, das sieht so aus, als wenn man da durchkommt. Ja, super easy, würde ich sagen. So. Da runter müssen wir. Okay. Andromeda plant sample detected nearby. That was fun. So, ihr könnt ja mit dem Rekord Spaß haben. Ich werde hier inzwischen diese Pflanze suchen. Ja, kleine Pflanze, Pflanze, Pflanze. Hier bin ich aber irgendwie nicht richtig. Ja, die schaffen das, ne? Wo ist denn meine kleine Killer-Drohne? Da. Da fliegt doch mal darüber. Das machen sie aber echt gut. So, hier rüber sollen wir zur Pflanze. Hier gibt es eine Menge Pflanzen. Mehr hier rüber. Nee, hier wird es schwächer. Was habt ihr denn da noch gefunden? In welche Richtung muss ich denn hier verdammt nochmal? Schon in die Richtung. Hier dieses Lilane, oder? Ja. Heliosflora. Diese Pflanze ist proteinreich, müsste aber wegen der harten Faser und dicken Wurzeln lange gekocht werden. Also kein Thema. Nehmen wir einfach mit. Worauf schießt ihr? Ach, da hinten ist ein Rillrohr. Na gut. So, wir inzwischen. Dann mal gucken, was hier Spannendes gibt. Es müsste bestimmt da drüben sein, bei diesem Haus, dachte ich, ist aber nicht. Es ist da drüben, bei diesem Gebäude. Okay. Da gibt es hier auch irgendwie was. Das müsste er dann... Ich weiß gar nicht wo. Links von uns sein. Links hier. Okay, da kommen wir noch hin, vermute ich. So, einmal einsteigen bitte. Nice work. Dort lang. Kann ich den gar nicht überfahren? Na gut. So, das hier scheint der Eingang zu sein. Hallöchen. Der freundliche Pathfinder von nebenan ist da. Aber was heißt von nebenan? Die Milchstraße ist doch schon ein bisschen weiter weg. Hi. Alles gut bei euch? Ich packe mal meinen Scanner aus. Lasst euch von mir nicht stören. Reden so laut. Wieso ist er denn so aufgeregt? Ich unterbreche sie einfach mal. Hi. Ja, irgendwie labern die heute ganz schön leise, ne? What's happening here? Who are you? Is this your data pad? Are you one of them? Wer? Easy. Whatever's going on, I'm not part of it. We'll see. Everyone's acting crazy, spouting all that nonsense. I can't remember how it started. I'm not even sure how I got here. Oh. What do you mean? Drogen? Nobody's in their right mind. And there are these people, others. They showed up and they left this data pad. Ugh. Ugh. Counterforce targeting is a strategic approach to destroying the enemy's command structure and military. You feeling all right? Terrible migraines.
They strike without warning. I think it's them. I heard one of them say, we left the data pad behind. Ugh. I'm fine now. I'm sorry to trouble you. It was nothing. Be seeing you. Okay. Das Datenpad also. Das Datenpad. Beobachtungslog. Die Krogana und Asari zeigen keinerlei Anzeichen neuraler Disruption. Ihre Muster bleiben eingestellt. Der Salarianer zeigt Anzeichen von wenig Widerstand mit gelegentlichen Ausbrüchen aus dem Muster. Vermutlich muss die salarianische Physiologie berücksichtigt werden. Um sicherzugehen, wurde der Zugangscode auf 9XA2 geändert. Whatever. Die Leute scannen. Okay. He exhibits relatively normal brain activity, though there are signs of highly elevated stress. What can we do for them? Nothing immediate, though if you scan others, I may be able to locate the source of the signal. Ein unbekanntes Signal wirkt auf das Gehirn ein und stört die mentale Aktivität. They exhibit unusual brain activity. An outside signal is affecting their thought process. Further scans are required. Ja, da haben wir's doch. This person shows signs of the same outside interference. I have now traced the source of the signal, marking the nav point on your map. Gedankensteuerung also. Das ist zufällig hier drüben. Das ist zufällig da drüben. What? Ach so, wir sind schon in diesem Radius drin. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen umgucken. Wahrscheinlich laufe ich hier in die falsche Richtung. Ist der Radius echt so groß? Ich würde ja auf da hinten das Gebäude tippen. Jetzt fahren wir da einfach mal rüber. Wärmer. Oh ja, Eis. Ich glaube, hier sind wir richtig. Was ist das da oben? Ist das irgendein Mineral? Ich glaube, es ist nur ein Mineral, ne? Super, direkt wieder runtergefallen. Sprung. Was auch immer. Aha. Was sehe ich denn da? Ein Transmitter. Die übertragenen Frequenzen entsprechen den Hirnwellenmustern diverser organischer Spezies. Okay. Springen wir doch mal rüber. Ups. Und schon sind wir hier oben. Hallöchen, jemand zu Hause? Wissenschaftler. Stimmt, aber ich bin trotzdem hier. Ihr solltet auch nicht Leute Gedanken beeinflussen und macht es trotzdem. Maschine zur Neuralanalyse. Was war das hier? Elektromagnetischer Prozessor. Okay. Wandelt Computerdaten in Frequenzmuster um. Na dann, oh, das Terminal gucken wir uns zuerst an. Kündigungsbenachrichtigung. Wir müssen uns immer bewusst sein, wenn uns jemand Nein sagt, heißt das nur, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Engstirnige Köpfe ohne Vorstellungsvermögen dürfen die Genies nicht ausbremsen oder zurückhalten. Vergessen wir nie,
dass wir ihnen Angst gemacht haben. An Forschungsgruppe kognitive Anwendungen von Der Unbekannte. Trotz eines direkten Befehls von Miranda Lawson haben sie ihre nicht genehmigten neuralen Forschungen weitergeführt. Wir haben bereits Methoden mit großem Potenzial für die mentale Kontrolle über große Personengruppen. Ihre spezielle Forschung ist unnötig. Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Ihre Stellung bei Cerberus ist hiermit mit sofortiger Wirkung gekündigt. Ja, schön. Ein biologisches Computernetzwerk. Der mächtigste Computer, den es gibt, ist weiterhin das biologische Gehirn. Unsere Forschung werden die Theorie beweisen, dass sich das Gehirn einer Versuchsperson über elektromagnetische Manipulation aus der Ferne mental einstellen lässt. Sobald diese Einstellung erreicht ist, können mehrere Versuchspersonen so verknüpft werden, dass ihre Gehirne ein Netzwerk mit gewaltiger Rechenkapazität bilden. Na geil, vernetztes Denken. Potenzielle Anwendungen. Wenn der Traum eines lebenden Neuralnetzwerks erreicht ist, eröffnet sich eine atemberaubende Vielfalt von Möglichkeiten. Die Evolution hat das Gehirn einer jeden Spezies auf einzigartige Weise geformt und so eine Baseline-Programmierung bereitgestellt, die eine von Grund auf neu entwickelte künstliche Intelligenz niemals erreichen könnte. Ein Beispiel. Die mentalen Fähigkeiten der Kroganer haben sich im Laufe ihrer Evolution an Krieg und Eroberung angepasst. Salarianer sind an komplexe wissenschaftliche Überlegungen angepasst. Die Möglichkeiten sind allein durch die Spezies begrenzt, die wir finden. Indem wir mehrere Versuchspersonen parallel kontrollieren, können wir zudem ein unglaubliches Rechenpotenzial entfesseln, das in der Geschichte der Technologie bis dato noch nie erreicht werden konnte. Man stelle sich nur vor, was 1 Million miteinander verknüpfte Asari-Gehirne gemeinsam erreichen könnten. Standort des Experiments. Forschungsnotiz. Wir haben den perfekten Standort für Experimente an lebenden Versuchspersonen gefunden. Die Badlands von Kadara bieten überwachungsfreien Zugang zu nicht vorgewarnten Versuchspersonen ohne gesetzliche oder ethische Hindernisse. Es ist uns gelungen, uns in das Gebiet vorstoßen zu lassen und dabei unsere Ausrüstung mitzuschmuggeln. Wir haben Versuchspersonen verschiedener Spezies an einem einzigen Ort versammelt und beginnen sofort mit Testphase 1. Interessant, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.